Ne, Wilma? Das ist gut, ne? Wilma ist mein Lieblingsschaf und außerdem mein Leitschaf eigentlich. Das ist die coolste Socke. Wir haben uns immer überlegt, was passiert mit dem Hof, wenn wir den jetzt nicht weitermachen. Dann wollen wir die Alternative sein. Wir werden alles da reinstecken, was wir können. Wo du auch weißt, dass du eins der Einzige mit der Ausbildung hier bist, der auch die beste oder die fachlich korrekteste Beratung machen kann. Weil einfach auch mittlerweile viele junge Leute merken, Landwirtschaft ist ein spannendes Feld und es ist nicht mehr so, dass man jemand da gerade auf dem Trecker irgendwie rumfährt, wahllos und irgendwie, sondern das ist eine Wissenschaft für sich. Der Sophienhof Neuheinde in der Nähe von Rostock. Ja, ihr seid ja super. Die junge Farmerin Katharina Jeschke züchtet ihre Schafe und Ziegen hier wegen der feinen, edlen Wolle. Ach Mäuschen, du musst doch da hinten durch. Ja, jetzt komm mal da durch. Komm. Die meisten großen Schäfereien halten Fleischschafe. Die Wolle der Tiere wird oft weggeworfen, bringt kein Geld. Aber nicht mit Katharina. Sie züchtet als einzige in Deutschland eine extrem seltene britische Langwollrasse. Mit Erfolg. Seit 2 Wochen ist sie die beste Nachwuchszüchterin in Mecklenburg-Vorpommern. Katharina kommt aus Bielefeld. Berufswunsch von klein auf Bäuerin. Sofort nach ihrer Ausbildung zur Agrarbetriebswirtin kauft sie diese ehemalige Straußenfarm. Ihr Traum? Eine Schafszucht, wo es nur um die edle Wolle geht. Die Mädels, die kennen das, ja, die wurden ja den ganzen Winter mit Kraftfutter gefüttert. Also ist das relativ leicht, sie dann auch mit ihrem Futtereimer wieder in den Stall zu kriegen. Die kennen den Stall, die wissen ganz genau, wo es hingeht. Habt ihr ja gesehen. So, die laufen dann wirklich, oh, der Stall, und wusch, sind sie rein. Und ich brauche nur stehen bleiben und warten, bis alle drin sind. Hallo Luna, hallo Lucy. Wollt ihr mich mal durchlassen? Warte mal, Luna, warte. So. Moisi, ihr seid gleich als erstes dran, keine Sorge. Hallo. Es hilft nichts. Und schlucken musst du auch noch. Wurmkur und Impfen gegen Tetanus und tödliche Durchfallerkrankungen. Also erstmal schlucken lassen. Und es gibt auch blutsaugende Würmer. Hemonchus heißt der. Oder die Gattung Hemonchus. Und die sind richtig, richtig mies. Die saugen den Schafen innerlich quasi das Blut aus. Wenn die natürlich das Blut wegsaugen, irgendwann das Tier wird immer schwächer. Und wenn man da nichts macht, dann sterben sie. Und ich darf das selber machen, weil ich das gelernt habe. Ich bin Landwirtin. Das heißt, ich darf meine Tiere mit solchen Sachen selber behandeln. Antibiotika darf ich auch nicht einfach so geben. Also es kommt immer aufs Mittel an, ob das der Tierarzt machen muss oder ob ich als Tierhalter das machen darf. Da muss man sich auch immer an Sachen halten und darf nicht einfach drauf los. Es muss immer in Rücksprache mit dem Tierarzt einfach passieren. So, jetzt nehme ich mir wieder die ich eben hatte. Ja, und du krakelst gleich rum, ich weiß es. Noch ist das eine sehr kleine Herde, mit der Katharina kein Geld verdienen kann. Deshalb muss sie hauptberuflich als Futtermittelberaterin arbeiten. Die krakeln immer sofort. Jetzt kriegt sie einen Punkt auf dem Po, wenn man es sieht. Ja, man sieht's. Und dann hatte ich sie. Und kann es nicht vergessen. Und jetzt kann sie wieder laufen. Warten natürlich alle, die ich nicht haben will, hier vorne. Geht mal bitte weg, komm. Ein Jahr lang haben die Tiere jetzt erst mal Ruhe. Die Lämmer dürfen bei Katharina sehr lange bei ihren Müttern bleiben, was auf anderen Schaffarmen nicht üblich ist. Aber jetzt sind sie groß und werden getrennt von ihren Müttern. In Gingst auf der Insel Rügen. Hier gibt es schon lange den Bauernhof der Familie Wolf und neuerdings auch eine Baumschule. Die gehört Hallo. Dem jüngsten Sohn Florian. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir suchen eine Solitärpflanze. Also groß. So bis 3 Meter Höhe. Bis 3 Meter? Genau. Soll jetzt schon solitär sein oder kann noch ein bisschen kleiner sein? Schon in die Richtung, also wenigstens so. So? Oder reicht so? Ja, sowas in der Richtung. Kommen Sie mal. Florian ist gerade mal 23 und hat den Hof nach dem frühen Tod seines Vaters übernommen. Nicht ganz. Er sollte ihn übernehmen. Stattdessen hat er auf einem Teil des Hofgeländes seine Baumschule aufgebaut. Und seine Mutter führt den Hof weiter.
Dabei ist Florian noch Azubi und hat nur am Wochenende geöffnet. Tut aber so, als sei er schon 30 Jahre im Geschäft. Also die haben ja schon eine schöne Größe. Und Flieder ist auch immer schön. Eine Sorte Bauernflieder, dunkelrote Blüte. Das ist auch schon solitär. Das ist die Sorte Andenken an Ludwig Späth. Also das ist auch was Schönes. Soll ich Ihnen davon mal ein Bild zeigen? Während der Ausbildung dann habe ich schon nach 1,5 Jahren so ein Gewerbe angemeldet. Erst mal im Nebenerwerb als Kleinunternehmer, weil ich gemerkt habe, es gab keine Baumschule zu dem Zeitpunkt, die noch die Pflanzen hier auf der Insel produziert hat. Und gerade unser Küstenklima ist ja auch ein bisschen deutlich anders als zum Beispiel Niedersachsen oder Holland sowieso. Auch mit unseren Spätfrösten, die wir hier auch immer haben und vor allen Dingen mit dem Wind. Da ist es schon sinnvoll bei einigen Kulturen, wenn die hier produziert werden und die wachsen dann hier auch am besten. Und mit dieser Geschäftsidee rechnet er sich die besten Chancen aus mit seiner jungen Baumschule auf der Insel. Ja, und diese Farbe ist halt auch, da gibt es ja eigentlich sonst immer nur weiß und blau und der ist dunkel, also dunkel, lila, rot, bordeauxrot. Und verkaufen, das kann er. Pflanzerde würde ich Ihnen empfehlen, eine gute auch mitzunehmen noch, dass Sie einen Sack wenigstens untermischen, auf alle verteilen, da ist auch Dünger drin. Das wäre schon gut, einfach mit untermischen in der Erde, die dort verfügbar ist, die Pflanzerde. Dünger ist zwar drin, aber den verkauft er noch mal extra. So, mit so einem Spezialdünger, der ist auch sehr teuer, aber der bleibt oben drauf, der wird nicht ausgewaschen. Da brauchen Sie Ihre Kübelpflanzen auch bloß einmal im Jahr mit Düngen. Ah ja, schön. Das ist schon ein Vorteil. Dann hole ich den mal. Und so kommen statt einer Pflanze 3 in die Schubkarre und ein Spezialdünger für 120 Euro. So läuft das bei Florian. Der Dünger reicht schließlich für die nächsten 10 Jahre. Davon brauchen Sie nicht so viel. Was wichtig zu sagen ist, draußen, also das ist für alle Pflanzen im Boden, ne? Für die großen Pflanzen, wie Obstbäume und so weiter, 2 gehäufte Esslöffel. Und für die kleineren Pflanzen 1 gehäuften Esslöffel. Und genau das Gleiche für die anderen. Okay. Genau, bitte. Florian ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ja, sagt Pflanzerde noch, ne? Saß als Kind schon auf dem Trecker, hat im Stall gespielt und bei der Ernte am Feldrand gesessen. Aber jetzt lebt er lieber in seinem eigenen Pflanzenreich und versucht mit Regionalität zu punkten. Blumen und Sträucher ausschließlich gezüchtet und aufgewachsen auf der Insel Rügen. Natürlich mit Spezialdünger. Und der Laden läuft. Der Horster Hof bei Bützow. Vor 30 Jahren haben ihre Eltern hier eine ehemalige LPG gekauft. Vorgesprüht ist noch nicht, genau. Und sie haben mit wenig Eigenkapital diesen Milchviehbetrieb aufgebaut, mit über 1000 Tieren. Jetzt hat die Tochter Fenja Meiners den Hof übernommen, nachdem sich die Eltern überraschend getrennt hatten. Dabei wollte sie eigentlich Ärztin werden. Aber ihre Brüder haben gekniffen. Also hat sie kurzerhand entschieden, ich mach das. Also ich kontrolliere grundsätzlich eben, wie die Milch aussieht. Das ist so ein Thema. Dann gucke ich dabei eben auch, wie ist das Euter gefüllt und kann darüber auch so ein bisschen eben darauf schließen, wie fit ist die Kuh. Also eine, die jetzt irgendwie keine Kraft und Energie hat, hat auch keine Milch. Und das kriege ich hierbei halt mit. Dabei gucke ich noch so ein bisschen, wie steht sie. Bei den meisten weiß ich halt, aus welchem Grund wir die hier eigentlich reingenommen haben in die Krankengruppe. Und dann gibt es immer noch mal welche, die dann nachts reingestellt wurden, wo ich dann erst mal abchecken muss, was ist denn hier eigentlich los. Ihr Medizinstudium an der Charité hat sie abgebrochen. Stattdessen eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin. Genau. Hier müssen wir noch mal, hier ist abgegangen, muss hier noch mal Silberne ran. Und gleichzeitig eine landwirtschaftliche Ausbildung in Hannover. Schwerpunkt Bio- und Gemüsebau. Ganz viel hat mir natürlich meine Mutter hier im Stallbereich und mein Vater auch für den Gesamtbetrieb und ackerbaulich Biogas irgendwo mitgegeben. Und ich hatte natürlich ganz große Angst, dass wir irgendwie viele Fehler machen werden und dass es den Kühen irgendwo nicht gut geht oder sowas. Aber wir haben einfach schon gemerkt, wenn man da offen dran geht und sich gut durchfragt und bei jeder Sache, die einem auffällt, einfach irgendwie Rat sucht, Hilfe sucht, dass man dann einfach natürlich unglaublich schnell lernen kann. Man muss auch unglaublich schnell lernen, weil man mit so viel Verantwortung einfach zu tun hat.
Fenjas Mutter ist Tierärztin und hat ihr natürlich all die klassischen Behandlungsmethoden gezeigt. Fiebermessen, Abhorchen, Klauenkontrolle und vieles mehr. Aber beim morgendlichen Gesundheitscheck setzt Fenja eher auf alternative Heilung. Fenchel-Anis-Kümmel-Gemisch, was einfach ein bisschen darmberuhigend wirkt. Irgendwo steht die ein bisschen gekrümmt, auch bevor ich jetzt halt drauf gefasst habe. Der Kot ist leicht säuerlich. Ich vermute auch da, dass sie so ein bisschen Bauchschmerzen hat, ist auch ein bisschen faserig. Und da muss ich jetzt noch nicht ganz akut vorgehen, weil es ihr im Prinzip gut geht. Aber jetzt kriegt sie halt einmal wieder einen Mund. Anders als in anderen großen Milchviehbetrieben, wo jede Kuh nur irgendeine Nummer ist, zeigt Fenja im täglichen Umgang viel Liebe und Empathie für das einzelne Tier. Sind die lieb, brauchen wir einen Halfter? Hans oder? Lucky, kommt. Ja, ach, kommt her. Ja, Hunde, das ist ja schön. Kommt her. Ja, fein. Ne? Na, das beiden. Ist Hans hier, der Große. Hi, Hans. Hi. Ne? Sag mal Moin. Sag mal Moin. Moin. Und das ist Lucky, der Kleine. Hallo Lucky. Na, ja. Ja, großer. Ja. Katharina Jeschke schert nicht nur ihre eigenen Tiere auf dem Sophienhof. Am Wochenende kümmert sie sich auch in anderen Betrieben um die Wolle und zeigt den Haltern, was sie damit alles anfangen können. Ach, Hans. Das kann er endlich wieder sehen, ne? Mhm. Allerdings. Wir sind super. Aber Lucky, du musst echt mit deiner Nase ein bisschen aus dem Weg bleiben. Ja. Neugierig, ne? Am liebsten sind ihr solch langhaarige Typen wie Lucky und Hans, die Walliser Schwarznasenschafe. Also da das ja die erste Wolle ist, wollte ich da irgendwas Schönes, ein Kissen oder ich weiß nicht, was man da, oder Strümpfe oder. Du, ganz ehrlich, es gibt verschiedene Sachen. Du kannst filzen mit der, so direkt mit den Locken, da kann man auch ein schönes Kissen draus machen, filzen. Und den Rest kann man auch wegschicken in die Verarbeitung. Ja. Und dann wird dir das versponnen und dann weiter. Also kann man es dann verstricken später. Ja. Ne, wenn man auf den Schaffarmen in Kanada, wo Katharina gelernt hat, war elektrische Akkordrasur üblich. Die Schere bedeutet weniger Stress für Tier und Mensch. Wenn man die Locken so hat. Ich mache es generell lieber mit der Handschere. Da fühle ich mich sicherer. Deswegen habe ich mir das so angeeignet, irgendwie so, dass es für mich passt. Und ich gut damit zurechtkomme. Und mit der elektrischen ist mir immer noch so, ja, ist mir noch zu unsicher manchmal. Da muss ich noch mal einen Kurs machen. Und man braucht halt auch keinen Strom, ne? So, es hat schon ein paar Vorteile irgendwie, mit der Handschere zu arbeiten. Was? Scheren jetzt. Ja, das ist irgendwie wie so ein zweites Standbein oder drittes oder viertes. Je nachdem, wie man das sehen mag. So, ich habe es mir ja bloß angeeignet für meine eigenen Tiere und dann kamen Anfragen, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam. Und dann hatte ich meine Anzeige geschrieben, ist aber jetzt auch schon 3-4 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und seitdem ist nur noch Mundpropaganda. Und dann will man auch nicht mehr aufhören, wenn man erst mal mit angefangen hat. Hans, warte, bitte, hallo, danke, gut, dass du noch nicht so stark bist. Nach 20 Minuten ist Hans dann ein bisschen leichter und Katharina zieht weiter zum nächsten Kunden. Ihre sanfte Schafrasur und Tipps zur Wollverarbeitung finden immer mehr Fans. Auch Baumschulenbesitzer Florian hat seine Außentermine. Viele davon in Gingst, wo er aufgewachsen ist. Die meist älteren Kunden kennen ihn noch als kleinen Hosenscheißer. Beim Ehepaar Fiederowitz hat er oft im Garten gespielt. Auch die entwickeln sich ja prächtig, die beiden Spaliere hier. Sogar schon Fruchtbesatz. Nicht schlecht. Ja, was ist, das ist nun die Kirsche. Das ist die Kirsche, ja. Ja, die Kirsche daneben. Ja. Zwei Sorten, ne? Ja. Auch wieder ein U-Spalier. Ne? Ja. Und ja, ich würde sagen mittig, ne? Von den beiden. Gucken wir mal grob. Aber wenn es geht, nicht vorm Fall. Vorm Fall? Nein, dann wollen wir den einen freilassen, noch mal was anderes später dann dahinsetzen, ja, oder? Vielleicht. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier. Dann passt, machen wir noch mal da noch mal was Kleineres, ja, dazwischen später. Ja. Oder schön mittig hiervon, das ist, glaube ich, gut. So, ja? Ja, gut. Das will ich.
bisschen oben die Unkrautschicht ab. Ja, Sie sehen ja voller Energie. Er wird's machen. Er hat sich viel vorgenommen. Könnte auch unser Enkelsohn sein. Ja, wir vertrauen ihm auch und er macht das auch. Er darf nur nicht nachlassen, Florian. Ne? Macht er auch nicht. Noch ein bisschen schon, es ist ein bisschen viel Arbeit. Ja, er ist mit Herz und Seele dabei, das sieht man eigentlich. Ne? Doch. Also so. Für uns ist er ganz wichtig. Ja. Sind wir schon fertig? Und noch angießen? Das mache ich nachher. Ne? Ja, wir machen Sie es ruhig jetzt. Ja? Ja, er hat sich viel vorgenommen. Wir schneiden noch ein bisschen hier. Und das schafft er auch. Die Läuse noch ein bisschen weg. Das Gute daran ist ja, er hat ein Ziel, ne? Und wenn man ein Ziel fertig hat, dann kommt das nächste Ziel. Ja, das ja. ist aber auch gut. Also ohne Ziel geht ja nichts, ne? Ja. Immer wenn man weiß, wo man hin will, dann findet man auch den Weg. Ja. Das ist schon gut. Dann noch einen schönen Tag, ne? Jo. Nicht vergessen, unseren Fliederbaum wolltest du noch schneiden. Ja, ich weiß. Demnächst. Denke ich dran. Ja. Ne? Aber das dauert noch. Hat er jetzt gerade fertig geblüht? Der ist ausgeblüht. Mach ich innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ne? Okay. Gut, alles klar. Ja, tschüss. Tschüss. Es passiert jeden Tag auf dem Horster Hof und ist doch jedes Mal eine große Freude. Ich habe die Mutter, die kümmert sich so schön. Einfach so schön gemütterlich hier ist, wollte ich jetzt erstmal nicht dazwischen gehen. Und jetzt erstmal die Milch warm legen, dann kann sie sich da nachher hier versorgen mit Wasser und Futter. Und genau. Beziehungsweise Yannick wissen, ob er das dann jetzt alles weiß. Sitzt direkt richtig, dass die Lunge schön offen ist, atmen kann. Ja. Und für eine alte Dame ist die ja auch einfach richtig fit. Die Supermamis. Können sich die anderen Jungschen hier ein bisschen was von abschneiden. Das Kälbchen ist gerade mal vor 10 Minuten geboren. Fenja Meiners und ihr Freund Adrian Koch brauchen sich um diesen Nachwuchs erstmal nicht weiter zu kümmern. Dafür hat die junge Milchbäuerin genug zu tun mit den etwas größeren Kälbern. Dann kommen wir alle rein. Die haben auch schon mal gesundheitliche Probleme. Ihre polnischen und ukrainischen Angestellten sollen diese Kinderkrankheiten auch möglichst gleich erkennen. Und was ist normal? 38. Ja. Also Kalb ist 38,5 bis 39,5. Okay, aber 40, ja, Problem. Ja. Solche Kälber-Workshops gab es früher nicht auf dem Meinershof. Vor allem für die jungen Leute aus der Ukraine, die noch nicht so lange hier sind, macht Fenja jetzt jede Woche diese innerbetriebliche Fortbildung, wie sie das offiziell nennt. 40,5. Dieses Kälbchen ist tatsächlich krank. Kein gutes Zeichen. Fieber und ein mattes Fell. Ja, weil das erste, ja, ist zu viel, ne? Ja. 40,5. Fenja geht es nicht nur um die Vorsorge bei ihren 300 Kälbern. Hier, guck mal, hier. Viel wichtiger ist ihr, den Zusammenhalt im Team zu fördern. Ja, dieses große. Werden solche Gelenkentzündungen nicht rechtzeitig behandelt, hat die Kuh ihr Leben lang damit zu tun. Ja. Da will Fenja vorbeugen. Das ist nicht sehr warm, minimal warm. Ne? Ja, und das ist Entzündung. Entzündung. Infektion. Ja? Leider spricht Fenja weder Polnisch noch Ukrainisch. Die Hauptsache für sie, ihr junges Team hat das Gefühl, man versteht sich. Ich habe da schon Interesse an den Sprachen, ich finde sie auch alle schön und meine Liederliste hat sich auf jeden Fall erweitert und so ein paar Worte nehme ich mit, aber ich schaffe es natürlich nicht alle Arbeitswege. Und eigentlich ist die Motivation auch, muss ich auch sagen, eher Deutsch zu lernen. Also manchmal, mit Marius könnte ich zum Beispiel viel besser auf Englisch reden. Englisch ist gut, aber Marius, nein, bitte Deutsch. Ne? Ja. Auch wenn es auf dem Sophienhof eigentlich nur um die Wolle geht, auf manches Tier wartet dann doch die Schlachterin. Katharina nimmt es wie immer selbst in die Hand. Wir wollen einen meiner alten Böcke hier rausholen, weil ich ihn so einfach nicht mehr brauche und er jetzt auch
ein bisschen ein Problem entwickelt hat. Und ich habe gesagt, nee, komm, dann ist jetzt die Zeit auch okay. Ne? Der hat seine Arbeit getan. Dann darf er jetzt auch in den Schafshimmel. Hi, Focko. Nee, du nicht. Komm mal her, Großer. Ja, geh mal weg, genau. Komm mal her, Dicker. Ja, prima. Na komm. Komm her, Großer. Henning, magst du einmal mit anpacken? Okay. Komm. Eigentlich wollte ich, dass er so vielleicht mitkommt. Komm, schnappen wir ihn. Komm mal her. Ja. Guter Kerl. Ja. Komm. So, jetzt bin ich mal hier. Schleichweg. Nicht nur das Schlachten übernimmt die Chefin vom Sophienhof. Auch das Zerlegen. Und Finger weg. Gut, Hammer. Einmal rüberschieben, bitte. Oh, wohin möchtest du? Hier rüber. Ja, okay, gut. Katharina und ihr Freund Henning betreiben gemeinsam den Sophienhof. Das kann man eben schön spreizen. Oh, jetzt habe ich zu weit. Das ist echt so eine Übungssache, ne? Und Profi bin ich auf gar keinen Fall. Mir war es nur wichtig, wenn ich mal einen habe, so wie jetzt, dass ich den zu Hause hinhängen kann und den jetzt nicht aufladen muss und irgendwie zum Schlachter bringen und dann wieder abholen und alles, sondern dass er hier zu Hause sein kann und ich das dann auch hinkriege. Zumindest für meinen Bedarf hinkriege. Einige ihrer Lämmer lässt sie auch mal für sich selbst schlachten, beim Profi allerdings. Wenn man das selber machen möchte, braucht man eine EU-Zulassung fürs Schlachthaus. Also einfach mal so eben, ach, ich habe ja einen guten Raum, ist nicht. Da ist ganz viel Bürokratie erforderlich und das muss sich dann auch rechnen. Ne? Und für die paar Tiere im Jahr rechnet sich das nicht. Allerdings darf Katharina den Bock nicht vermarkten. Das Fleisch ist nur für die eigenen Hunde gedacht. Im Ostseebad Sellin auf der Insel Rügen. Hier hat Baumschulenmann Florian mal wieder einen seiner Außentermine. Für das einzige 5-Sterne-Hotel der Insel hat sich der Azubi immerhin schon einen Pflegevertrag an Land gezogen. Schauen wir mal, dass das wieder schick aussieht. Die letzten Monate haben wir ja schon ein bisschen was geschafft. Da haben sie gut gerockt. Ich denke mal auch im Park gerade mit dem. Auf jeden Fall. Mit der Kahlrasur, sag ich mal. Ja, aber die war auch dringend notwendig. Gerade hier im Eingangsbereich, auch hier, das muss natürlich schick sein, wenn die Leute ankommen und finden da ungepflegte Pflanzen vor, dann ist das schon mal ein schlechter Ersteindruck. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das genau. Prima. Und bei 5 Sternen kann Florian auch mal wieder seinen Dünger ins Spiel bringen. Herr Marchus? Nee, das ist aber hat der weiße Blüten? So größere? Ja. Denn eins kann Florian nun mal besonders gut: verkaufen. Also ich habe jetzt das einfach mal in der Tüte mitgenommen. Das ist ein Spezialdünger. Ein Osmokode-Depotdünger, wie er nur für Kübelpflanze. Den nehmen wir sonst in der Kultur. Da kostet zwar auch der Sack 120 Euro, aber das ist auch jeden Cent wert. Wenn euch mal mehrere Jahre nichts gemacht wurde, weil man auch vor Ort hier keinen Ansprechpartner bisher hatte, sag ich mal mit Fachkenntnis so wirklich, dauert das jetzt natürlich auch noch 2-3 Jahre, bis man da wirklich wieder, bis ich sagen kann, und das ist ja auch mein Ziel, dass ich sagen kann, in 2 Jahren, jetzt ist es so, wie ich mir das vorstelle für so ein Hotel. Und wenn das Ziel erreicht ist, kommt das nächste. Und dann sind wir damit durch, dann können wir zur Seebrücke und da bepflanzen. Und wenn jemand die Schokoladenseite der berühmten Selliner Seebrücke schmücken darf, dann ist es Florian Wolf. Oh, ich bin noch nie so weit rückwärts gefahren. Dennoch um die Kurve. Oh. Wahnsinn. Ach, geschafft. Es wird ja auch nur einmal, denke ich mal, für die nächsten 8 Jahre mit der Kübelbepflanzung nötig sein. Also hoffe ich jedenfalls.
Florian, der die Woche über immer noch brav in die Lehre geht, hat jetzt sogar schon einen Mitarbeiter. Erstmal einmal runter. So, und jetzt wieder zwei Triebe, zwei starke, damit nichts abbricht. Er ist jung, selbstbewusst und macht sein Ding. Nichts, so scheint es, kann ihn aufhalten. Fast nichts. Weiter. So, am besten mit der anderen wieder, also mit dieser Seite, ne? Ja. Richtung Land. Weil die Fotos werden ja auch mal von da gemacht, denn sonst sieht das halt blöd aus. So, eins, zwei, drei. Ja, die Außenwirkung, sein Steckenpferd. Und anpacken, das kann er. Eins, zwei. Und weiter geht es zum U-Boot-Museum in Sassnitz. Wo sehen das am meisten Leute wegen der Werbung? Besser hier oder besser da? Besser hier, ne? Für Franka Strüving von der Erlebniswelt U-Boot geht hier bald die Saison los. Dann ist hier richtig was los am Hafen. Florian weiß genau, wo er seine Schilder am besten platziert. Das ist ja Eigentum noch der Baumschule. Da kann man ja dann auch Werbung ranmachen. Kann man auch so, aber... Für diesen Auftrag musste Florian sich gar nicht anstrengen. Die Chefin des Vereins wohnt in seinem Dorf. Genau die richtige für eine spezielle Offerte. Und befüllt haben wir sie auch schon zur Hälfte. Da sind nämlich schon in jedem drei Säcke drin. Mal oben ran. Eine runter. Ja, ist ja auch Jubiläum. Genau, oder? Wir haben 20-jähriges Jubiläum und wollen eine Woche groß feiern und wollen dementsprechend auch ein bisschen dekorieren, ein bisschen schön machen. Nee, der frisch gebackene Unternehmer mit einem raffinierten Saisonangebot für die Urlaubsinsel. Das ist, bleibt unser Eigentum mit den Kübeln hier. Und die Frau Petan oder das U-Boot bezahlt 50% des Pflanzenpreises, 50% des Kübelpreises und mieten diese 6 Monate. Und dann holen wir die wieder ab. Und dann können sie die entweder im nächsten Jahr wieder mieten für 50% oder halt nicht. Und wie das so ist beim Leasing, am Ende wird es vielleicht ein bisschen teurer für den Kunden. In einem Monat ist er fertig mit der Ausbildung und dann wird er richtig loslegen. Auf dem Horsterhof spielt nicht nur die Tochter eine wichtige Rolle, die den Betrieb übernommen hat. 25. Auch ihr Partner, den sie noch gar nicht so lange kennt. Habe ich nicht mitgeschnitten. Die Ernte ist vorbei. Jetzt beginnt die Zeit der Aussaat. Fenjas Freund Adrian Koch ist für den Ackerbau zuständig. Er ist im Frankenland aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Oh, er macht aber doch eine Ölspur. Adrian und Fenja haben den Hof gemeinsam übernommen, mitsamt dem großen Maschinenpark. Also der nächste Nachteil des Gabelstaplers, die Handbremse funktioniert nicht. Aber im Winter, wenn viel Zeit ist, kriegen wir den repariert. Aber ob alte Gabelstapler, neue Trecker, Drillmaschinen oder Grubber, alles hier auf dem Hof haben sie den Eltern abgekauft, die nach Trennung und Scheidung Geld brauchten für ihren jeweiligen Neuanfang. Glücklicherweise haben die Banken da mitgespielt. Das alles ist jetzt 3 Jahre her und Adrian hat sich gut eingelebt in seinem Bereich. Jetzt kämpft er mit der Trockenheit. Ohne Regen wächst das beste Saatgut nicht. Ja, und hier sieht man dann jetzt ganz schön, dass halt hier die Gräsersorten sind und der Klee. Und dann halt noch verschiedene Welschweidelgrassorten und Rotkleesorten da sind. Eigentlich hätte er nach der Ausbildung in Göttingen den Hof seines Onkels übernehmen sollen. Aber Adrian hat sich anders entschieden. War halt dann schon ein Riesenschritt, dann zu sagen, okay, man geht hier hoch. Aber glücklicherweise ist es dann, war unsere Beziehung dann zum Glück so, dass man gleich dieses Gefühl hatte, das fühlt sich so richtig an. Und dann habe ich mir gesagt, das wäre blöd. Wenn man es nie versucht, dann wird man sich im Nachhinein mehr ärgern, als hätten wir es nicht versucht. Und dann
ja, ging das alles dann wahnsinnig schnell. Also vor 3 Jahren, weiß ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier stehe, und plötzlich kam dann immer eins zum anderen. Bevor Adrian seinen Mitarbeiter Tom mit der Drillmaschine losschickt, muss der Acker aufgelockert werden. Aber der Grubber schafft es nicht. Der Boden ist hart wie Stein. Hier haben wir jetzt leider die Problematik, dass es so trocken ist. Und an den Bergen und den Lehmkuppen bringt er halt solche Steine hervor. Man sieht zwar, dass die teilweise von Regenwürmern, hier ein paar Regenwürmergänge sind, aber ja, das erschwert die Arbeit. Und Tom, hatten wir uns eigentlich so gedacht, dass er jetzt, weil die Scheibenecke vorwegläuft und der Grubber jetzt einmal gegrubbert hat, gleich hier das Kleegrasgemisch einsehen kann. Aber jetzt müssen wir die Scheibenecke nochmal vorweglaufen lassen, aufgrund der extremen Bedingungen. Und das ein bisschen feiner zu machen, weil hier, wenn man sich das so anguckt, das ist ja eher ein Steinacker oder ein Klutenacker. Und da kann ja kein Gras wachsen hier jetzt auf der Fläche. Also müssen Egge und Grubber beide noch mal ran. Schlechte Nachrichten. Was denn? Wir müssen das alles noch mal schreiben, so Saatbett. Ja. Dann ist es so. Das sind ja richtige Klamotten, die da liegen. Solche Felsen. Adrian nimmt das halt mit der Gelassenheit eines fränkischen Bauern. Jo, hier ist ein schönerer Arbeitsplatz, weil das hier richtig klimatisiert ist. Da merkt man nichts von der Hitze, nur wenn man aussteigt. Und sorgt so auch bei der Hitze für ein gutes Betriebsklima. Indessen sorgt Fenja für ein besseres Betriebsklima im Melkstand. Also die hat halt auf dem einen Strich keine Milch. Dann wollen wir da auch gar nicht melken, dass wir das nicht strapazieren, das Gewebe. Dadurch sind die so markiert mit diesen Fesselbändern, damit auch niemand da irgendwie noch ein Vakuum anschließt und das Gewebe strapaziert. Ihr Ziel? Die Melkmaschine soll sich anfühlen, als würde ein Kalb nuckeln. Wir haben das dann zwar richtig eingestellt gehabt, dass es zum richtigen Zeitpunkt stoppt, aber wenn ich das Melkgerät nicht lösen kann, weil diese Zitzengummis einfach zu klein sind, dann geht das auch nicht. Und das hatten wir eben bei uns beobachtet und haben dann gesagt, wir müssen mal eine neue Vermessung machen, wie im Moment der Durchschnitt der Kühe eigentlich ist. So, weil das verändert sich ja auch über die Generation. Und dann stand hier Marie, ich auch, ein paar Azubis noch, aber ja, man muss eben sehr akkurat arbeiten, tatsächlich mit so einem kleinen Taschenlampe beleuchteten Lineal, wir müssen ja einmal kurz zur Seite gehen, dass die Kühe reingehen, und haben die Zitzen vermessen, haben dabei eben festgestellt, dass sie einen Ticken breiter sind. Jetzt haben wir neue Zitzengummis und sie lösen sich nach unserem ersten Eindruck tatsächlich dann leichter. Und es zieht nicht, es ist einfach, das Ziel des Melkens ist ja eben, dass die Kuh mit schon Druck auf dem Euter reinkommt und dann sagt, oh, ich lasse die Milch los, entspannende Massage. So sollen diese Pulsatoren ja arbeiten. Damit nicht genug, hat sie jetzt auch eine Kuhdusche einbauen lassen. Das ist zur Abkühlung gedacht. Also es ist einfach so, dass Kühe grundsätzlich eine ganz andere Komforttemperatur schon mal haben als der Mensch, was eher so knapp über 10 Grad liegt tatsächlich. Und die Sommermonate machen ihn einfach unglaublich zu schaffen. Das wird ja ganz fein vernebelt und wir kommen sie eben dann hier nur im Melkstand bei uns und dann verdunstet das und wir merken im Moment nach den ersten Versuchen tatsächlich, dass die Kühe ruhiger sind hier im Melkstand. Das ist natürlich auch ein Ding, dass die Pflieg dann nicht mehr so ankommen. Und wir merken es nach den ersten Messungen eben auch in der Milchleistung, dass sie sich offensichtlich sehr viel entspannter fühlen und sehr viel besser drauf sind. Ach Mädels, oh nein. Bitte
bitte hier nicht drüber gehen. Hier wächst eine kleine Eiche. Oh, wie die schön. Die soll bitte noch groß werden. Genau, die Ahorner kannst du mal rausmachen, aber die Eiche bleibt stehen. Ja, aber die kleine Eiche muss. Eine Mögen Kirche? Die Kirschen? Keine Ahnung. Den Sophienhof hat Katharina nicht allein übernommen. Das war ein gemeinsames Projekt mit ihrer Mutter Anke. Die Tochter träumte von einer eigenen Schaffarm, so wie sie das in Kanada kennengelernt hatte. Die Mutter, als IT-Beraterin in Bielefeld, träumte von einem kleinen Café in Mecklenburg. Da, wo sie immer Urlaub gemacht haben. Und dann fanden sie die ehemalige Straußenfarm in Neuheinde bei Rostock. Das war krass, als wir hier ankamen. Es war alles voller Zäune. Und wenn man sich vorstellt, da, wo jetzt gerade leider noch die kaputte Tür ist, so, das war irgendwie die Kükenaufzucht. Und dann hatten die hier, wo jetzt der Sitzplatz ist, hier einen Auslauf. Es war komplett mit so einem Bretterzaun und Maschendraht eingekleidet. Und es sah so fürchterlich aus, weil es so eng war. Und hier mitten im Garten, wenn man jetzt diesen kleinen Hut da nimmt, da war noch so ein Bretterzaun. Und es war so eng, es war ganz zugewuchert. Genau. Also eigentlich frage ich mich, wie es mir gefallen konnte, weil es war einfach irgendwie völlig chaotisch überwuchert und wild und einfach nicht schön. Aber naja, irgendwie habe ich gedacht, wenn das weg ist, dann kann man da was Schickes draus machen. Ne? Und ja, aber es war ein Haufen Arbeit. Die Ferienwohnungen im ersten Stock hatte der Vorbesitzer schon eingebaut. Anke hat sie noch mal renovieren lassen. Sie sind die Haupteinnahmequelle für Mutter Jeschke, jetzt, nachdem sie in Rente gegangen ist. Für Katharina bleibt der Sophienhof aber weiterhin noch ein Betrieb nur im Nebenerwerb. Hohe Ziele hat er sich gesetzt für seine Baumschule Rügen. Jetzt noch mehr, da seine Ausbildung beendet ist. Um zu demonstrieren, dass es richtig losgeht mit der Baumschule, musste ein großes Gewächshaus her. Und er hat gleich schon ein fünfköpfiges Team eingestellt, das beim Aufbau ordentlich mit anpacken muss. Und Florian sagt natürlich genau an, wie er das haben möchte. Aus meiner Sicht ist es auch vom Außenaspekt, wenn ein Kunde hierher kommt und eine Baumschule hat kein Gewächshaus, sieht ja auch wirklich ein bisschen komisch aus, wenn hier nichts steht, irgendwie dahingehend. Also ich finde, das gehört auch einfach irgendwo dazu. Sonst. Und es würde wahrscheinlich auch noch teurer werden, wenn wir es erst später bauen würden, weil die Preise jetzt noch weiter explodiert sind, nachdem wir das Haus schon bestellt haben. Also, Hauptsache die Optik stimmt. Aber auch wenn Florian schon so jung ein gewiefter Geschäftsmann ist und alle Hände voll zu tun hat, für einen Menschen lässt er sofort alles stehen und liegen, wenn der um Hilfe bittet. Ein Netz gestern gekauft, damit die Stare nicht die ganzen Pflaumen abfressen. Opa Jeschke spielt nach dem frühen Tod seines Vaters für Florian die wichtigste Rolle in seinem Leben. Wie wir das wohl raufkriegen, ne? Ja. Das ist eine gute Frage. Leider ist ja hier, Flori. Wenn nicht, müssen wir sie längs rüberziehen. Sein Großvater sitzt jetzt inzwischen auf dem alten Teil und betreibt noch ein bisschen Landwirtschaft nebenbei. Pflaumen ohne Ende. Allein würde ich das gar nicht kriegen. Ja, so muss das machen. Aber ich glaube, das wird noch zu klein sein, zwei. Wir können ja hier, brauchen wir ja nicht den obersten Ast nehmen, Flori. Hier gehen wir über diesen. Weil der ist so breit. Und er ist ja auch rührig mit Handy und mit Anrufen und mit Organisieren und mit Kaufen und Verkaufen. Und das macht er ja gut, ne? Und das muss man heute auch können. Sonst wird das nicht, ne? Als mein Vater denn gestorben war vor 4 Jahren, da war ja auch so ein bisschen der Plan, dass ich so in den landwirtschaftlichen, also in den ackerbaulichen Bereich gehe. Aber dann habe ich noch mal so überdacht, will ich das denn eigentlich mein Leben lang? Ich meine, es macht mir auch Spaß, Trecker zu fahren oder andere Aufgaben zu machen, aber dann habe ich selber noch mal verinnerlicht, dass es für mich auf Dauer
macht es mir mehr Spaß, in diesem Bereich zu gehen, um näher an der Pflanze zu sein, in der Baumschule zu sein und mir auch was Eigenes aufzubauen. Weil ich finde, man steckt nochmal mit einem ganz anderen Elan dahinter, wenn man sich selber was ganz Neues aufbaut, so wie das jetzt ja bei mir ist, als wenn man, ja, ich sag mal, das übernimmt. Aber war natürlich ein wagter Schritt, ne? Ist so. Also ist aber überall so, mit der Landwirtschaft zu machen. Landwirtschaft zu betreiben ist auch schwer, immer vom Klima abhängig. Wir sehen es wieder in diesem Jahr, ne? Nicht genug geregnet und dann gibt es Mindererträge. Aber ich sage immer, schön, dass wir auf Rügen wohnen. Wir merken von der großen Dürre nicht so viel. Wir haben noch recht gute Erträge. Das sehen wir ja hier bei diesem Pflaumenbaum. Die Jungbauern vom Horster Hof haben allerdings bessere Erträge als erwartet. Genau, das ist auch unser Mais. Und hier sieht man ganz deutlich, hier vorne sind so Lehmkuppen, da ist der Mais erst gar nicht aufgelaufen. Deswegen ist das alles kahl und mit Unkraut besät. Wenn man jetzt hier weiter guckt, schaut der Mais eigentlich für die Verhältnisse sehr, sehr gut aus. Und hier ist jetzt so eine Schneise, sieht man das ein bisschen. Genau, weil hier einfach der Boden noch sehr gut ist. Einmal die Woche schauen Fenja und Adrian nach, wie es aussieht auf ihren 900 Hektar Ackerland. Neben Mais und Getreide brauchen sie für das Winterfutter natürlich unbedingt 4 Grasschnitte im Jahr. Aber schon der dritte wird wohl nichts mehr. Hier merkt man, dass es hier einfach nur noch der Staub einfach hier ist und einfach überhaupt keine Feuchtigkeit mehr ist. Und jetzt ist halt die Frage für uns, weil eigentlich planen wir mit 4 Schnitten. Also wir sind sehr froh, wenn wir noch einen Schnitt runterkriegen. Ob man den Mulcher hier dann nimmt und einmal drüber mulcht, dass man diese Stängel alle abmulcht. Oder ob man gar nichts macht. Alles klar. Bewässern ist für die beiden keine Lösung, weil sie nicht nachhaltig ist. So, ja, die langfristige Lösung ist halt für uns dann eher tatsächlich eben über die Wasserhaltefähigkeit des Bodens zu gehen. Also so dieses Bewässern, das ist ja doch auch eine sehr kurzfristige Geschichte oder auch teure Geschichte, die irgendwo nicht so richtig passt und geht ja prinzipiell eben darum, da zu gucken, dass man das über die Jahre schafft durch eben jetzt eher, vielleicht du guckst gerade zu kritisch, durch die schön ausgewählten Zwischenfrüchte, wo wir tatsächlich einfach auch schon richtig schöne Effekte hatten. Aber wir können da noch nicht sagen, wir sind da hier ganz große Vorreiter, dafür sind wir noch nicht lang genug irgendwo dabei. Boah, hier werde ich Atommais stehen hier. Boah. Auf diesem Maisschlag haben sie aber schon einiges erreicht mit ihrer nachhaltigen Bodenpflege. Ja, hier haben wir das Glück, dass wir einen richtigen Brechermais haben. Also so sollte das eigentlich sein, ist aber nicht überall so. Aber hier in der Wurzelbahn ist nicht so schön. Aber man sieht hier trotzdem schön noch die Feinerde. Und das Erstaunliche ist, dass hier direkt unten ist noch schön feinkrümelig und Feuchtigkeit da. Das heißt, trotz dass wir irgendwie die letzten 4 Wochen nur 15 Liter Regen hatten, ist hier noch richtig was los. Aber der Kolben ist natürlich auch wieder sehr, sehr gering. Also der hat maximal nur, 2/3 von dem, wie er sonst haben soll. Also wir werden hier keine, angestrebt ist immer so Mitte 30 bis 40 Tonnen. Wir werden wahrscheinlich hier auf dem Schlag irgendwo so 30 Tonnen ernten und auf anderen Schlägen halt irgendwie nur was mit Mitte 20 Tonnen ernten. Weil also die Hälfte des Ertrags macht der Kolben und der hat jetzt hier einfach viel zu wenig Wasser. Einfach nur klagen über den Klimawandel wollen die beiden aber nicht. Jo. Ja, der sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Ja, Mais ist einfach eine tolle Pflanze. Als C4-Pflanze schaffen die noch richtig Wunder. Wir können aktiv was tun und das ist gerade auch das Geile in der Landwirtschaft. Und ich meine, nicht umsonst sind die ganzen Studiengänge hier in Eberswald oder sowas, gibt sogar schon ein NC von 1, irgendwas. Weil einfach auch mittlerweile viele junge Leute merken, Landwirtschaft ist ein spannendes Feld. Und es ist nicht mehr so, dass man irgendjemand da gerade auf dem Trecker irgendwie rumfährt, wahllos und irgendwie, sondern das ist eine Wissenschaft für sich und einfach ein brutal spannender Job, der jeden Tag neue Herausforderungen bringt.
Auf dem Sophienhof in Neuheinde gibt es nicht nur eine Schaffarm mit Ferienwohnungen. Endlich hat jetzt auch das Café geöffnet, von dem die Mutter immer geträumt hat. Oh, das wird gut. Machst du auch wieder Erdbeeren mit grünem Pfeffer? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das überhaupt. Mutter Anke öffnet ihr Café Sophienhof erstmal nur jeden zweiten Sonntag im Monat. Mal schauen, wie die Kombi aus Schafen und Torten so ankommt. Eigentlich ist die Aufgabenverteilung ganz einfach. Mutti macht das Kaffee und alles, was damit zusammenhängt. Und ich kümmere mich um die Landwirtschaft. Und die Erdbeeren in Muttis Garten, die bleiben dann am besten bei Mutti. Genau. Nur wenn ich ausdrücklich sage oder pflücke und ihr gebe, dann gibt es Erdbeeren für die Kinder. Sonst gibt es hier Ärger. Genau, weil schließlich will ich die ja, habe ich die angebaut, um die hier zu benutzen. Ja. Sehr schön. Gut. Okay, die nächste. Mal. Gut. Torten zaubern und Schafe schlachten. Zwei Jobs, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Aber Mutter und Tochter sind ein ziemlich gutes Team, seit 27 Jahren. Genau. Gut, Nächste. Jetzt kommt meine Lieblingstorte. Holunderblüte. Beim Backofen ein bisschen drüber gelaufen. Jetzt riecht meine ganze Küche nach verbranntem Krokant. Ja, lecker. Oh, schön. War ein bisschen. Nimm mal deinen Arm da bitte aus dem Bild. Danke. Gut, kannst wieder mitnehmen. Okay, gut. Soll ich gerade mal die Leute bei Instagram ein bisschen neidisch machen? Ja, mach mal. Die nicht hier sein können? Jo. Dann mach mal. Das ist klassische Erdbeertorte, das ist Holunderblüte und das ist Rhabarber mit Schmand und Streuseln. Von Ihnen ein. Gut, alles klar, gerne. Auch als Rentnerin verdient Anke ihr Geld immer noch mit Berateraufträgen. Das Café ist noch ein Hobby. Aber inzwischen hat sich Ankes Ausflugscafé auch als eine gute Adresse für Familienfeiern herumgesprochen. Die erlesene Kollektion von Sammeltassen aus DDR-Zeiten sorgt für das entsprechende Ambiente. Außer Törtchen und Kaffee auf der Sonnenterrasse möchten Mutter und Tochter hier noch ganz andere Glücksmomente erzeugen. Insbesondere bei Familien mit kleinen Kindern und allen Besuchern mit einem Herz für Tiere. Katharina bietet Führungen an über ihre Schaf- und Ziegenfarm. Und das macht sie eben auch so besonders. Diese neue Generation Landwirte. Interessierten zeigen, wie und wo produziert wird. Wenn sie sich traut. Ich glaube, sie bleibt schon. Ach, Winnie, ist doch gut. Die Schafe sind ganz nett, die machen gar nichts. Die wollen nur kuscheln mit dir und dir guten Tag sagen. Ja, nicht dein Job, was? Aber die sind schon ganz proper, die Damen hier. Ja. Ne, Wilma, das ist gut, ne? Ja. Wilma ist mein Lieblingsschaf und außerdem mein Leitschaf eigentlich. Das ist die coolste Socke. Mutter und Tochter spekulieren langfristig aber auf mehr Gäste und damit mehr Umsatz, um irgendwann mal von Farm und Café auch leben zu können. Die Lösung könnte der lang geplante Fahrradweg entlang der Bundesstraße Richtung Rostock sein. Aber der ist vorläufig noch eine Baustelle. Der würde dann aber vielleicht die Karawane von Radfahrern ins Haus bringen, die sich auf den langen Wegen durch die mecklenburgische Schweiz über diese Tortenoase freuen könnten. Also der Fahrradweg ist echt so, man wartet eigentlich nur darauf, dass er fertig wird. Weil einfach doch der Radtourismus sonst total schwierig ist hier an der Bundesstraße. Und wenn der da ist, dann habe ich auch richtig Bock, mich hier an eine Eismaschine zu stellen und zu sagen, hier, bitte einmal und weiter geht's, ne? Direkt neben der Insel Rügen liegt die kleine Insel Öhe, bewirtschaftet von Inselbauer Schilling. Baumschulenmann Florian kennt natürlich den umtriebigen Landwirt und Gastronom und hat ihm vorgeschlagen, die Außenbepflanzung inseltauglich zu machen. Hallo. Na, Matthias? Ihr seid ja fast so sauber wie euer Auto. Ne? Ja. Ich denke, ihr habt heute schon gearbeitet. Du. Ersteindruck ist besser. Guck mal hier, Eindruck. Der Schadel sitzt. Ne? Hallo. Grüß dich. Das ist eine Hängeblutbuche. Ich dachte, was schönes Rotlaubiges vorne. Sieht ganz schick aus. Ja, aber du weißt schon, dass der Sturm da vorne ist. Ne? Ja, da können wir da einen Stab dran. Den ziehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Und wie dick wird der denn? Kann man den in den Topf einpflanzen? Den kannst du in den Topf einpflanzen. Machen wir auch in die Kübel sonst immer rein. Nee, und die wird nicht höher. Die hängt ja nachher immer so leicht runter, weißt du? Ist eigentlich ganz schick. Ja.
Oh, was hat er denn da für ein Panzer? Habe ich noch nie gesehen. Ist das neu, das Boot? So. Zuerst? Wertvoll, da fehlen noch schon Radblätter. Oh. Ich wusste, dass jetzt ein Spruch kam. Ich leg die mal. Komme ich hier gar nicht rauf auf dieses Boot. Nee, ich leg die lieber hier hin. Es geht rüber zur Insel Hiddensee. Die Familie Wolf war früher oft zu Gast in seinen Restaurants, mitsamt Lütt Florian. Boah, ist schon ganz schön flippig so, aber ich weiß ja, die Familie ist sehr fleißig. Und wenn er das in den Genen hat, dann wird das was. Ganz eindeutig. Und er zieht das Ding ja durch, ne? Macht er gut. Die Hängeblutbuchen und Gräser sollen Schillings Restaurant auf Hiddensee etwas aufhübschen. Hast du die selber gebaut oder was? Nee, das war der Tischler. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Hast du jemanden, der die Dinger baut, oder? Guck mal, ja, hier habe ich wunderschöne Kornblumen. Ja, sind die da selber hingekommen oder habt ihr die ausgesehen? Nee, die sind da von alleine hingekommen. Okay. Ist doch schön. Aber hier können wir doch einen Kübel hinstellen nachher, oder was? Wir können auch gucken, hier außen noch irgendwie. Der sieht auch ein bisschen trostlos aus alleine. Trostlos. Wir gucken noch mal auf. Ich habe das mit meinem Trostlos jetzt aber auch. Nee, wir gucken mal mittig erstmal. Wir machen mal erstmal den Eingang und arbeiten uns vor. Okay, ich hole die Kübel. Schritt für Schritt. Gut. Und Schritt für Schritt zeigt der forsche Florian, wer hier das Sagen hat und dass er eigentlich schon jede Menge weiß von Deko und Außenwirkung. Guck mal, dann können wir auch mal das Unkraut wegnehmen, ne? Das ist doch für eine vernünftige Beschäftigung. Für mich Unkraut jeden. Was ich aber machen wollte, anstatt dem Oleander kann noch was anderes hier rein, ne? Und der schöne Oleander? Nee, passt hier nicht her. Aber finde ich. Was mache ich dann damit? Ja, die finden wir an einem Platz. Der ist ja nicht mal eingetopft in den Topf. Da ist ja nur so ein, ja, gut. So ein Baumarktübertopf drin. Ach so? So genau. Also, ach so, siehst du, das sind die Töpfe, die hinten suchen. Jetzt weiß ich wieder. Ja, deshalb sehen sie auch so aus. Nee, aber was ich sagen wollte, hier wollte ich Pampasgras reinmachen. Das ist das mit den großen weißen Blüten, weißt du? Ja. Das, weil die ja, werden auch nachher so hoch hier. Ja, das gut, dann mach. Das sieht gut aus. Wie lange brauchen die dafür? Also die haben dieses Jahr schon die erste Blüte, die so hoch ist, okay, ne? Also verspreche ich dir, sonst gibt's Regress. Als wenn wir nicht wüssten, dass wir in der Pampa wohnen, weißt du? Und dann die Rutenhirse. Stell die mal da ran, zu den anderen. Der kommt neben dem trostlosen Gewächs hier. Also der kommt dahin. Und hier müssen wir noch was Schönes für finden, für die restlichen Sachen. Alles werden wir gar nicht brauchen. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Kübel er überhaupt hat. Und mein Oleander? Weil ich finde, als Eingang muss hier ein richtig schönes hohes Gras sein. Ja, dann los. Lass dich nicht zwingen. Ist nicht so leicht für den smarten Inselbauern, sich die klugen Ratschläge des jungen Burschen anzuhören. Kommt der Oleander eben in die Fischkisten. Ne? Wer mein Oleander nicht mag. Hat er doch bisher hier alles selbst geplant, gemacht und getan. Kannst du mal da hinten schon mal das Entschuldigung, ich wollte Unkraut sagen. Die Kornblumen für Herrn Schilling, seine Frau. Kannst du die bitte schon mal rausholen aus dem Boden? Soll ich die bisschen abpflücken und dann die Wurzeln können entsorgt werden. Bisschen schön als Strauchs fertig machen. Eine kleine Demütigung für den erfolgreichen Unternehmer von Hiddensee. Aber es dauert nicht lang und das Imperium Schilling schlägt zurück. Getarnt als väterlicher Rat. Guck mal, Julius, du musst mal arbeiten. Ich kann schon sitzen. Ja, genau. Ich meine, das ist ja das Gute in der Jugend, ne? Dass du so voranstürmst und dass du dann Gas gibst. Und ich sag mal, wo du auch weißt, dass du der Einzige mit der Ausbildung hier bist, der auch die beste oder die fachlich korrekteste Beratung machen kann. Ich hab mal von einem und darauf vertraust, denn... Und an dich glaubst, dann hast du auch keine Angst. Das glaube ich. Ja, ist ja auch gut so. Die Jugend gibt Gas und hat keine Angst. Aber ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, wenn du die Angst verlierst, dann wird es gefährlich. Ja? Ich weiß ja nicht, wie man dir die Vorsicht noch ein bisschen vermittelt. Ach, danke. Du, das ist aber, um dich ein bisschen zu erden, weißt du? Immer auf den Boden der Tatsachen. Ja, ja. Ja, ich versuche das schon die ganze Zeit. Ich denke mir so. Ja, ne? Dann ist er wieder auf dem Raum rum und dann kriegt er Höhenflüge. Umso höher du steigst, umso tiefer ist die Fallhöhe, ne? Ja, genau.
So, ich gebe dir das mal in dieser Höhe hier. Danke dir. Danke. Bist du sanfter. Nee, aber bist du zufrieden mit mir, mit uns? Warte, ich muss noch kurz hochgucken. Ja, das ist natürlich... Nee, sieht doch gleich ein bisschen frischer aus. Nicht mehr so trostlos. Ja, nach deinen Worten trostlos. In diesem Kübel kann er auf jeden Fall mindestens 3 Jahre drin bleiben. Und dann muss er einen größeren haben. Ach so, und denk an den Dünger, ne? Den muss ich dir nochmal mitgeben. Wieso? Du hast die jetzt nicht gedüngt? Nee, ich hab die jetzt nicht gedüngt. Da ist ja Dünger drin im Substrat. Aber du musst nochmal wissen, was oben raufhauen, nochmal in 1-2 Monaten. Ich bin Biobauer. Mit Dünger kenne ich mich nicht aus. Nee, das ist ein ganz guter Dünger. Also den nehmen wir eigentlich nur in der Produktion. Der ist nur für Töpfe und wenn da Wasser raufkommt, verklebt der und wird nicht ausgespült. Also gegen Auswaschung, ne? Das muss ja auch für dich jetzt, musst du ja auch sagen. Ist ja nochmal gut für die Umwelt, ne? Oh, jetzt beim letzten Handschlag hast du dein Gesicht auch noch dreckig geworden. Ah, wo das denn da? Aber Florian packt das schon, trotz des kleinen Dämpfers. Er hat ja heute noch jede Menge andere lukrative Aufträge. Oder? Wir wollen ja. Fenja Meiners hat den Hof ihrer Eltern übernommen. Etwas holter die Polter, aber sie hat es sich zugetraut und einfach gemacht. Mit viel Einfühlungsvermögen und Liebe. Das hier ist eine unserer ältesten Damen. Die ist schon 10 Jahre. Wir wollten uns nicht irgendwo hinsetzen und so unseren Bullabü-Hof irgendwo aufbauen. Wir haben gesagt, irgendwo das ist das hier, was da ist. Hier sind all diese Tiere. Hier sind 750 Kühe und Kälber noch dazu, über 1000 Tiere. Hier sind 30 Mitarbeiter mit all den Familien so. Und wir haben uns immer überlegt, was passiert mit dem Hof, wenn wir den jetzt nicht weitermachen. Dann haben wir gesagt, nee, dann wollen wir die Alternative sein. Wir werden alles da reinstecken, was wir können. Und solange wir jeden Pfennig, den wir haben oder Cent irgendwo da reinstecken, dass es den Tieren besser geht irgendwo und dem Boden, dann müssen wir irgendwo sagen, okay, damit müssen wir zufrieden sein. Eine andere Generation von Landwirten. Engagiert, teamfähig, offen für neue Impulse und transparent für den Verbraucher. Wir sind einfach jetzt super froh über das Team, das da ist und haben uns eingegroovt und merken so richtig, was für eine Ruhe das reinbringt, wenn einfach mal ein stabiles Team da ist und wenn man dann eben auch ja, mal ein bisschen voranschreiten kann, so wie mit diesen kleinen innerbetrieblichen Fortbildungen. Das bringt natürlich nichts, wenn man da viel Zeit investiert und dann nach 2 Wochen wieder sagt, gut, wend das mal auf einen anderen Betrieb an oder ach, Landwirtschaft ist doch nicht so. Das ergibt nur jetzt Sinn und das macht Spaß, da freuen wir uns drauf. Denn sie sind jung, sie sind klug und sie packen das.